Moin Leute, Lava hier am Start vom Kanal Sinnlos Nerd. In diesem Video möchte ich euch die exotische Brust für den Warlock vorstellen, und zwar die das chromatische Feuer. Und die Brust kann das Genetikwaffen eine Elementarexplosion auslösen, abhängig vom Fokus, den ihr benutzt. Und die Explosionen sind aber verschieden. Also die sind nicht identisch, die machen unterschiedlich viel Schaden. Das Ganze möchte ich euch auch hier in diesem Video zeigen, was das für ein Unterschied ist, mit welchem Fokus ihr das Ganze doch eher benutzen solltet, damit ihr den höchsten Damage-Vorteil habt, beziehungsweise damit ihr das Ganze optimal nutzen könnt. Und dann möchte ich auch noch darauf eingehen, ob sich das Item lohnt oder ob es bessere Items für den Warlock gibt, was PvE als auch PvP betrifft. In dem Sinne wäre es das erstmal so, und dann würde ich mal sagen, gucken wir uns das Ganze an, was es denn tatsächlich kann. So, zuerst teste ich das Ganze mit dem Solarfokus, wie viel Schaden das jetzt hier anrichtet. Guckt mal genau auf die Damage-Anzeige, also 78 bzw. 80 pro Explosion hat das Ganze gemacht. Hat beinahe zu einem Kill geführt. Jetzt gucken wir das Ganze uns mit dem Arcus-Fokus an, wie viel Schaden das jetzt hier raushaut. Und ja, eins vorweg, das macht viel mehr Schaden. Das werdet ihr jetzt auch hier sehen. Auf die Damage-Anzahl achten, 104 bzw. 103. Das ist ein immenser Damage-Boost im Vergleich zu den anderen Fokussen, also quasi zum Solarfokus. Jetzt das Ganze mal mit dem leeren Fokus, ob wie viel Schaden das jetzt hier macht. Ich habe das Ganze auch mehrfach getestet, jetzt nicht nur hier quasi einmal mit jedem Fokus geschossen. Das Ganze auch jetzt im normalen PvP, also unter Realbedingungen getestet, wie viel Schaden das macht. Beziehungsweise habe das Ganze auch im PvE getestet und das Ergebnis ist ungefähr immer gleich geblieben. So, jetzt müssen wir warten, bis die ein bisschen näher zueinander kommen, bis die schön kuscheln. So, jetzt die leere Explosion, ebenfalls One-Hit, aber die macht nämlich nur 94 bzw. 95 Damage-Punkte. Ich teste das Ganze jetzt noch einmal mit dem Solarfokus, um das Ganze nochmal klarer zu machen, ob das Ganze nochmal zu zeigen, dass das Ganze nicht One-Hit gibt. Also ich habe das sehr, sehr häufig getestet, wie gesagt auch unter Realbedingungen, und ich habe nicht einmal ein One-Hit raushauen können mit dem Solarfokus. Keine Ahnung warum. Beim Solarfokus ist es irgendwie so, dass die Explosion sich nach hinten verschiebt und dann erst quasi explodiert. Das ist ein kleiner, aber doch gravierender Unterschied, denn der Radius von Explosion ist doch arg gering. Das Ganze klappt natürlich nur mit Kinetikwaffen. Es ist aber auch egal, welche Kinetikwaffe ihr benutzt. Ihr könnt eine Shotgun benutzen, ihr könnt ein Scharfschützengewehr benutzen. Alles, was quasi kritisch töten kann, zählt darunter, also kann davon profitieren bzw. kann davon gebufft werden. An sich ein schönes Gimmick, also jetzt nichts quasi Verkehrtes, was man nutzen kann. Aber ich habe jetzt nicht unbedingt den krassen Nutzen davon erkannt, also einen extremen Nutzen. Also es ist eine nette Spielerei, kann unter Umständen sogar entscheidend sein, weil wenn man durch die Explosion einen mitholt, zum Beispiel auch in Competitive, kann das Ganze sehr vorteilhaft sein, wenn man dann zwei Tote auf einmal hat durch quasi einen einzelnen Schuss. Hier hat man das Ganze gesehen, der eine war schon angehittet durch die Explosion, dadurch habe ich ihn halt geschafft noch mit zu killen. Kann hilfreich sein, muss es aber nicht. Man kann das Ganze aber noch ein bisschen weiter kombinieren, denn wenn man eine Kinetikwaffe hat, die bereits schon Feuerball hat, in dem Beispiel benutze ich jetzt die Peak Ass, dann stapeln sich die Explosionen. Und zwar, dann gibt es nicht nur zwei Explosionen durch die Brust, nein, es gibt dann noch eine zusätzliche Explosion durch Feuerball. So hat man drei Explosionen sich aufeinander stapeln und dementsprechend sehr viel Schaden anrichten. Das Ganze kann man auch natürlich im PvP spielen, wenn man quasi es liebt, mit der Peak Ass zu spielen und dann dementsprechend viele Gegner auf einmal anhitten möchte bzw. töten möchte. Denn wenn jemanden durch die Explosion angehittet wird, ist er meistens One bzw. Two-Shot durch die Peak Ass. Kann vorteilhaft sein, also finde ich in der Kombination gar nicht so verkehrt, aber es gibt immer noch ein paar bessere Kombinationsmöglichkeiten für den Warlock, für den PvP, beziehungsweise auch für den PvE. Beim PvE muss ich aber anmerken, es kommt immer darauf an, welche Phase bzw. was man überhaupt für Aktivitäten spielt. Wenn man sehr viele Feinde sehr schnell eliminieren möchte und das speziell jetzt kleine Feinde sind, dann spiele ich das liebend gerne mit der Redrix Breitschwert.
Mit der kombiniere ich das quasi mit dem Warlock mit der Brust, denn dort ist es quasi Pflicht, dass man überhaupt den Perk von der Redrix aktiviert durch Präzisionskills. Das Ganze kombiniert mit Gesetzloser plus noch den Perk, dass man schneller schließt durch die Redrix. Das ist auf jeden Fall eine gute Kombinationsmöglichkeit. Man kann sie nutzen, also ich würde die jetzt unter die Top 5 meiner Exotic-Kombos mit dem Warlock einschließen. Gibt bessere, gibt aber auch schlechtere. Rundum gesagt, die Brust an sich ist nicht verkehrt, die ist gut, ist aber stark situationsabhängig, ist stark davon abhängig, was man für ein Spielstil nutzt, wie eigentlich fast bei jedem Exotic. Das einzig Vorteilhafte davon ist, es ist eigentlich vollkommen egal, also von der Superfähigkeit, die man nutzt. Im Endeffekt sollte man es aber im idealsten Fall quasi mit einem Arcus-Fokus spielen, denn hier ist die Explosion einfach am stärksten, sie ist am schnellsten und der Radius der Explosion ist insgesamt am größten. Das sind zwar jetzt nur minimalistische Unterschiede, aber im Endeffekt kann das Ganze natürlich entscheidend sein. Das war's von mir an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich in einem weiteren Video. Ciao, ciao!